is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Für den Tod bestimmt. Und die Schreiben wurden gesandt durch die Läufer in alle Länder des Königs. Man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag. Der Erlass, der schließlich gegen die übrigen von Gottes Volk verabschiedet wird, ist dem Erlass des Ahasverus gegen die Juden sehr ähnlich. Sobald der Schutz menschlicher Gesetze von denen zurückgezogen wird, die Gottes Gesetz ehren, werden in verschiedenen Ländern gleichzeitig Schritte zu ihrer Vernichtung unternommen werden. So wie der Zeitpunkt näher kommt, der im Erlass genannt ist, während sich die Leute gemeinsam beraten, wie sie die verhasste Sekte am besten ausrotten könnten. Man beschließt in einer Nacht den entscheidenden Schlag zu führen, der die Gegenstimmen und den Tadel völlig zum Schweigen bringen soll. Das Dekret wird erlassen, dass alle den Sabbat des vierten Gebotes missachten und den ersten Tag ehren oder sonst ums Leben kommen müssen. Doch sie werden nicht nachgeben. Sie werden den Sabbat des Herrn nicht mit Füßen treten und stattdessen eine Einrichtung des Papsttums ehren. Satans Heere und böse Menschen werden sie umzingeln und schon über sie verlocken, weil es für sie keinen Ausweg mehr zu geben scheint. Wenn diese Zeit der Trübsal kommt, ist bereits jeder Fall entschieden. Es gibt keine Bewährungszeit mehr, keine Gnade mehr für die Unbußfertigen. Das Siegel des lebendigen Gottes zeichnet sein Volk. Dieser kleine Überrest wählt Gott zu seiner Schutzwehr. Denn er ist nicht in der Lage, sich in diesem tödlichen Kampf mit den Mächten der Erde, die vom Herr des Drachens angeführt werden, zu verteidigen. Von den höchsten Stellen irdischer Autorität wurde das Dekret erlassen, dass sie das Tier anbeten und sein Mahlzeichen annehmen sollen, wenn sie nicht Verfolgung und den Tod erleiden wollen. Ich sah die Heiligen unter großer Seelenangst leiden. Es sah so aus, als wären sie von den bösen Erdenbürgern umzingelt. Alles schien gegen sie zu sein. Einige bekamen Angst. Hatte Gott sie am Ende verlassen, damit sie durch die Hand der Bösen ums Leben kämen? Es war eine Stunde furchtbarer, schrecklicher Qual für die Heiligen. Tag und Nacht schrien sie zu Gott um Rettung. Allem Anschein nach gab es keine Fluchtmöglichkeit. Die Bösen hatten ihr Siegeslied schon angestimmt und schrien: Warum rettet denn euer Gott euch nicht aus unseren Händen? Warum befreit er euch nicht? Warum steigt ihr nicht zu ihm empor und rettet euer Leben? Aber die Heiligen hörten nicht auf sie. The Lord is coming. Are you ready?